Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice 25 auf der Hofbergmann. So, wir waren hier dabei, unser Weingut zu düngen. Von da vorne bis hierher sind wir schon mal gekommen. Machen wir weiter. So, Dilly. Das hat mit Precision gar nichts zu tun hier. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, jetzt müssen wir die zweite wieder rein. Ist immer lustig hier mit dem ganzen Fahrerei. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht sehe, wo ich schon bin. Jetzt ein bisschen was minimal sieht man es. So, lass drehen, 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 drehen. Oh, das Ding lenkt wie eine Schrankwand. So kommen wir rein. Ist echt. Och Mann, mach mich doch nie elfig. Hier müssen wir jetzt rein. Das Ding hat überhaupt nicht geklappt mit Wänden. Hängt der ja wieder fest, ich krieg die Motten. Bin heute los, kann ich in 3,50 Meter gerade fahren? Kriegst du nicht hin heute? Ich kann mit dem Ding heute nicht fahren. Jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kannst du das kein Mann tun, hier rum Eier. Muss mal mittigste bleiben, aber irgendwie so richtig gelingt mir das auch nie. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Der Lenkrad mit dem Kübel hinten dran ist enorm. Muss man einfach so sagen. Ist, als würdest du ja mit einem Wischen was. Mit der Schrankwand hinten dran fahren. Aber ich habe mein, sagen wir mal, mein Traumziel erfüllt. Ich habe mir das Weingut geholt. Das muss auch bearbeiten. Die Reben.
Jetzt bin ich aber ein Stück weiter rausgefahren. Und wieder hoch. Das gucken. So, gib mir mal VCA. Was sieht groß? Ich sehe es gerade gar nicht. Ja. Hoch. So. So, machen wir. Mal gucken. Machen wir 4 Meter, machen wir 3 Meter. 2,5. So. Das können wir noch ein Stück kleiner machen. 2,3. Sieht gut aus. 2,30 Meter. So. So, jetzt bist du an. Gucken, ob das jetzt klappt, wie ich mir das vorstelle. Leicht versetzt, aber passt im Großen und Ganzen. Und nie ganz hin. Ist hier. Was haben wir jetzt eigentlich? 3,30? Machen wir 3,20. Sind uns die Freude. Oh. In der 3 Meter. Das sieht ganz gut aus. Mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Uns auf 3 Meter gestellt haben. Das ist ein bisschen eine Frickelei. Aber wenn es passt, ist mir das egal. Ich kann es auch nicht sagen. Sieht vielleicht ein bisschen versetzt aus. Nur minimal, aber es passt. Das kann aber am Blickwinkel bei mir liegen. Das ist bei dem Spiel viel Perspektive, obwohl, wenn ich sehe, ich bin von links nach rechts. Ja, muss ich nach.
Das haben wir schon uns festgefahren. So, hier rum. Ein bisschen Hilfe hier. Sind die ganzen 180 Grad, wie es aussieht. Muss halt auch nicht ganz hin. OCA beiden Gleister. Ich dachte, ich hab's hingekriegt, aber nee. Langsamer vorne klappt das so. Müssen wir es doch manuell machen. So. Mir passt das besser als oben, weil hier oben habe ich weniger Platz. Aber es ist wie es ist. Da müssen wir durch, also durch, wenn wir frisch werden wollen. Und sagen, die Hälfte vom großen Feld haben wir fast geschafft. Und jetzt los, Stimme versagt komplett. Hallo, dann mal einen Schluck trinken. Aber da ich das hier ein bisschen über VCA machen kann und manuell fahren muss, ist schlecht mit Trinken gerade. Aber egal, das machen wir vor der nächsten Aufnahme und gut ist. Die halten wir jetzt noch durch irgendwie, irgendwo, irgendwann. So. Ludeli. Und gerade mal 12% bis jetzt rausgeballert, naja. Das hängt mal. Da war der Versatz doch ein Stück größer, wie ich gedacht habe.
Und die nächste. Ich würde sagen, gut zwei Drittel haben wir. Wenn das halt wirklich so sparsam ist in Sachen Flüssigdünger. Und die nächste darunter. Let's go. Muss sagen, haben wir schon gut was geschafft. Wenn es, denke ich mal, werden wir es nicht schaffen. In der Folge müssen wir noch hier durcheiern. Aber so im Großen und Ganzen sieht es gut aus. So. Wieder mal hier auf VCA drücken, aber das bringt mir ja nichts, weil das nicht passt mit dem VCA. Die Bahnen oben und unten ein bisschen unterschiedlich sind. Minimal versetzt und das die Länge dann macht es bemerkbar. Und nicht ganz 180 Grad, also wahrscheinlich haben die beide ein bisschen unterschiedliche Winkel. Und dadurch passt das mit VCA nicht, der wirklich nur wie an der Schnur fährt. Sobald er die Winkelkomponente oder der Abstand nicht ganz passt, also die auf einer Linie liegen, wenn beide zusammenkommt, ist mit VCA unmöglich zu fahren. Da bist du mehr am Korrigieren wie alles andere. Haben wir ja gerade gesehen, was ich hier rumgedoktert habe. Und ich bin zum Schluss zu dem Entschluss gekommen bin, das hat keinen Wert. Weil ich dadurch mehr Zeit vergeude, wie ich Nutzen habe. Jetzt hätten wir wahrscheinlich jetzt die Bahn fahren können, die ich hier rumgedoktert habe. Aber ich komme jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.